Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur 7. Folge von unserem atemberaubenden Transportiva 2 Let's Play. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und immer noch nicht genug davon habt, mich dabei begleitet, wie wir unser Imperium weiter aufbauen und uns hier durch die unterschiedlichen Herstellungsszenarien durchbeißen und durchkämpfen. Vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Mich freut das tatsächlich sehr. Ich habe allerdings offstream ein, zwei Sachen gemacht, also eigentlich nur zwei Kleinigkeiten. Neben der Tatsache, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld haben, weil ich gewartet habe, bis sich die Kassen gefüllt haben, ohne dass das Datum weiterlief, was wir jetzt wieder erstmal auf ein Viertel stellen, solange wie ich quatsche und später wieder höre. Und zwar habe ich als erstes die Linien hier eingestampft. Ich habe beide Züge verkauft, die hier langfliegen, die haben beide ungefähr 400.000 im Jahr Minus gemacht. Und ich habe die zugehörigen LKWs hier verkauft, die die Ziegel in die Stadt bringen. Das heißt, Wernau bekommt aktuell erstmal keine Ziegel mehr. Jedenfalls nicht zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir finanziell in so einer Situation sind, dass wir das nicht ohne Probleme bewerkstelligen können. Habe ich das jetzt erstmal unterbunden und lass das sein. Also das Geld sparen wir uns jetzt erstmal. Zusätzlich habe ich hier hinten nochmal, wo ist es? Hier einen ganz kleinen Input gemacht. Und zwar hatte ich hier an dieser Stelle Ostheim, der Ortsausgang, mit meiner Personenlinie immer ein bisschen Stau. Und zwar, weil die Personenlinie auf die gleiche Schiene, auf die gleichen Gleise gegangen ist wie unser verarbeitetes Ölpendlerzug. Das heißt, hier gab es immer Stau und zu lange Wartezeiten. Das heißt, ich habe meine Linie mit dem verarbeiteten Öl in die Mitte gepackt und mein Personalverkehrszug fährt ganz innen, so wie ich es irgendwann mal haben wollte. Und ich glaube, am Anfang mal gesagt habe, der fährt hier raus. Bleibt dann direkt innen und sobald er hier durchgefahren ist, ist das Ganze eh egal. Hier kommt er ohne Probleme überall durch, ohne dass er mit irgendwelchen Leuten in Berührung bekommt oder unnötig Stress produziert. Also das passt auf dieser Seite dann schon mal. Durch die mehreren Züge hat sich mittlerweile die Frequenz auf dieser Strecke auch deutlich erhöht. Also das hilft schon mal immens weiter, aber wir müssen jetzt demnächst auch mal die Fahrzeuge hier austauschen. Wir haben nämlich hier noch sehr, sehr, sehr altmodische Züge, die alle nur 50 km/h schaffen in der Spitze. Wir müssten die Züge jetzt entweder langsam länger machen oder wir müssten sie stärker und besser machen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo haben wir denn unsere Rohöllinie? Das ist unsere Rohöllinie. Fahrzeuge verwalten. Jetzt könnte man natürlich mal gucken, was uns das kosten würde, wenn wir die gewählten Fahrzeuge ersetzen würden. Jetzt haben wir hier die zwei Rohöldinger. Wir haben ja 8 Millionen momentan auf der Kasse. Schauen wir mal kurz. Cargotechnisch bieten sich wahrscheinlich immer noch hier die 80 km/h Dinger an für 420 oder für 560.000. Und dann brauchen wir natürlich jetzt eine passende Lok, die am besten auch 80 km/h fährt. Und die kostet hier allein schon 4 Millionen. Das heißt, das Umändern allein der Lok würde uns schon 8 Millionen kosten. Was haben wir hier? 70, 75, 219. Allein das sind 6 Millionen für die Lok. Das geht also nicht so ganz. Wir können die auch mal sortieren nach Höchstgeschwindigkeit. Sind jetzt hier bei 80. 4 Millionen. Unbezahlbar für uns aktuell. Haben wir hier irgendeine billigere? Okay, 100 km/h. 3,3 Millionen. Die Züge haben eine Kapazität von 77, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, haben wir hier 80 km/h, der kostet 420. Okay. Schauen wir mal. Jetzt seht ihr schon direkt, wie unsere Ausgaben steigern. Okay, jetzt haben wir hier eine Kapazität von 63, 72. Also mit 63 würden wir hier schon mal weit kommen, weil die Züge auch wesentlich schneller sind. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das auch eben investieren werde. Wir werden die Züge jetzt austauschen gegen die besseren. Ich werde kurz jetzt gleich in einen Cut reingehen und dann bin ich wieder zurück, wenn wir wieder bei 4 Millionen sind. Stell das Datum auf Pause, dann haben wir die Züge schon mal ausgewechselt, fahren ein bisschen mehr Profit drauf und ihr müsst nicht mit mir warten, bis wir das nötige Kleingeld dafür zusammen haben. Das heißt, wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder und bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Der Wagen ist ausgetauscht oder die Wegen mit Anhänger und allen Nummern sind ausgetauscht. Wir haben jetzt hier eine wesentlich höhere Geschwindigkeit auf unserer Route mit dem Rohöl, nämlich über 70 km/h. Nur in einzelnen Teilen hier mit den Schlenkern und dem Einsammeln von dem Treibstoff entsprechend langsamer. Aber ansonsten haben wir jetzt hier viel höheren Durchsatz.
Und wenn wir jetzt nochmal 4 Millionen hätten, könnten wir eigentlich sogar noch einen dritten Zug hier draufpacken und unseren Ertrag noch weiter erhöhen. Eine ganz andere Sache, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ich bin mich ja direkt ins Bauen eingestiegen oder Organisieren, ist die Tatsache, dass die meisten unserer Routen, oh, mittlerweile sogar fast alle, die pendeln immerhin näher, je nachdem wie viel gerade transportiert wird, alle profitabel sind. Also wir haben kaum noch etwas, was Minus in unsere Kassen spült, sondern wir kriegen hier im großen Teil einfach nur noch Plus. Und auch die Steinlinie ist höchstgradig profitabel. Ich gucke mal, ob er gerade irgendwie angefahren kommt. Ah, jetzt speichert das Game gerade. Ich habe gerade schon gedacht, wieso steht der Zug hier auf der Strecke. Der kämpft sich natürlich ordentlich den Berg hier hoch. Voll beladen mit Stein. Das heißt, den müssen wir vielleicht auch bei Gelegenheit dann nochmal die Chance geben, hier ein bisschen besser durchs Leben zu kommen. Aber der bringt auch ungefähr 2 Millionen, glaube ich, gefühlt pro Turn ein. Und das ist schon immens. Und was ich jetzt gerne machen würde als nächstes ist, ich würde die nächste Stadt gerne anbinden. Also bevor wir anfangen, unsere Personenlinie hier jetzt runterzuziehen, zum Turn hier runter und dann hier irgendwie an einen Personenbahnhof mit ranziehen, das ist ja dann das Ziel, was wir irgendwann mal verfolgen, würde ich gerne als erstes rübergehen Richtung, was ist es, Ellingen, und würde die Stadt gerne mit in mein Netzwerk einbinden, indem ich hier aus unserem Güterbahnhof quasi auch wieder einen U-Turn rausmache, in diese Richtung ungefähr, und dann die Möglichkeit biete, Ziegel auch hierhin zu transportieren, weil die können es definitiv gebrauchen, die haben Bedarf von 42, das ist alles gar nicht schlecht, und dann haben wir noch den großen Vorteil, dass wir hier eine Lebensmittelfabrik haben und wir brauchen hier in Sonneberg Lebensmittel, wir brauchen in Hohenstein Lebensmittel, wir brauchen in Wernau Lebensmittel und wir brauchen in Ostheim Lebensmittel. Also wir haben hier tatsächlich einen unfassbaren Bedarf an Lebensmitteln aus einer Lebensmittelfabrik. Und hier könnten wir Schiffe benutzen. Also wir machen es ja noch nicht, aber wir könnten hier tatsächlich Boote benutzen, indem wir hier über den See fahren und die Getreidesachen hier runter transportieren. Oder wir holen einmal mit einer Zuglinie das Getreide hier hin und einmal mit einer Bootslinie. Fände ich eigentlich eine ganz coole Idee, um so zwei Farmen entsprechend hier dran anzugliedern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Nächste, was wir jetzt machen. Und dafür gehen wir direkt mal in die Planungsphase über. Hier haben wir natürlich unsere Steinlinie, nenne ich mal. Die müssen wir dann nachher vielleicht noch ein bisschen umfunktionieren. Vorerst werden wir einfach mal aus dieser Linie hier ausbrechen und hier so einen U-Turn machen. Da ist der Zug natürlich relativ langsam, aber das stört natürlich keinen zu Beginn. Also hier müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwie über den See, perfekt, hat doch einfacher geklappt als gedacht, weil manchmal stellt sich das Game da doch ein bisschen schwer. Und jetzt haben wir hier schon unseren U-Turn drin, den ich schon wieder mit Oberleitung mache. Sag mal, kann man das nicht dauerhaft auf ausstellen, dass sich das auch immer wieder einstellt, ne? Das ist schon echt ein bisschen arg nervig. Jetzt müssen wir hier ein bisschen lang fahren und um diesen Berg drumherum. Also es wird tatsächlich auch wieder eine sehr lange Strecke, aber lange Strecken sind gut. Der Faktor, wie viel man in diesem Game mit seinen Bahnstrecken verdient, hängt auch in Teilen ein bisschen damit zusammen, oder was heißt in Teilen, an sehr großen Teilen davon ab, wie weit die Güter transportiert werden, die auf dem Zug sind. Und ich finde die Idee auch gar nicht schlecht, den Güterbahnhof auf die andere Uferseite zu machen und den nicht aktiv an die Stadt anzubinden. Wir können jetzt natürlich noch mal kurz nachgucken, wo die Ziegel hin müssen. Die Ziegel müssen auf diese Seite. Das ist schon mal ein wichtiger Input. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier eine vernünftige kriegen. Nee, da machen wir die Häuser kaputt. Das ist schade. Das kriegen wir. Kriegen wir das hin? Steigung zu steil. Okay. Na, komm her. Kein Käse machen. Das ist doch gut. Ich weiß gar nicht, ob wenn ich hier eine Stadtstraße hinmache, ob am Ende des Tages dann hier auch Häuser entstehen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Wir machen hier aber jetzt einen Bahnhof hin und jetzt muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Wir haben hier den Bahnhof. Hier brauchen wir auch Benzin oder Treibstoff hier auch. Das heißt, es wird sich tatsächlich empfehlen, wenn wir hier keinen Kopfbahnhof hinsetzen, sondern einen Durchfahrtsbahnhof, nenne ich es mal. Und den setzen wir hier hin. Machen wir... Ah, wir klotzen direkt mal. Ich glaube tatsächlich, dass das Ding hier auch sehr hochfrequentiert sein wird in Zukunft. Wir haben hier Sonneberg angebunden. Wir haben hier die anderen Ortschaften angebunden. Also ich glaube, dass wir... Ich sag mal, mit,
mit 4 Gleisen auf jeden Fall nicht so weit daneben liegen, würde ich behaupten. Und das können wir dann hier in der Tat schon mal anschließen. Sehr schön. Hier kommt dann ein großer. Ah, okay, das ist von der Planung. Okay, aber jetzt nicht perfekt. Habe ich mir nämlich eine Sache vergessen, dass wir hier ja auch noch die entsprechenden Ladestationen brauchen. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich hier unterbringen. So, nehmen wir die Gleise. Hier kann der Zug dann auch ruhig schon ein bisschen abbremsen. Das stört ja nicht. 80 km/h ist okay. Und dann gehen wir jetzt an die äußerste Grenze. Jetzt hätten wir schon die Möglichkeit, wenn wir das hier hinten ein bisschen vernünftiger organisieren, sogar die Ziegel schon rüber zu transportieren. Machen wir jetzt aber natürlich noch nicht. Wir sind ja noch nicht mal ansatzweise fertig mit dem, was wir hier erreichen wollen. Gut, das passt. Das haben wir. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier den Bahnhof erweitern. Machen wir hier kurz noch mehr Gleise ran. Das ist ja tatsächlich unser reiner Güterbahnhof. Dementsprechend kann man hier ruhig ein bisschen ausgeben. Oh, ich glaube, ich habe das Datum auf Hold gelassen. Ich lasse es heute mal nur mit einem Viertel laufen. Ich will jetzt auch nicht, dass mir die Zeit zu sehr davon rast. Okay. Der da Bahnhof wird jetzt auch schon allgemein ein bisschen größer haben. Jetzt beschwert er sich, dass ihm hier eine Verbindung abhanden gekommen ist. Beschwert sich immer noch, weil das auf Linie 2 ist. Wenn wir es auf Linie 5 packen, verschwindet der Fehler. Weil jetzt erkennt er das direkt wieder und hat die Linie vernünftig eingebunden. Jetzt müssen wir mal kurz pausieren. Jetzt beschwert er sich wieder gleich. Oder er macht es doch schon direkt, nicht gleich. So, machen wir hier mal schon den Cut rein. Nehmen die Gleise und fahren hier drauf. Und das Ganze wäre übrigens immer noch wichtig, ne? Die Gleisstrecke ist immer noch nur einspurig. Terminals, den nehmen wir von 1 auf Terminal 3. Und jetzt müsste es funktionieren. Perfekt, Fehler ist wieder weg. Und jetzt können wir den hier entsprechend einfach reinlaufen lassen. Wunderbar. Haben wir das auch und die Möglichkeit, das Ganze hier auch dann noch zweispurig zu betreiben, wenn wir dann am Ende des Tages so weit kommen, dass hier wesentlich mehr Güter drauf sind. Vielleicht machen wir sogar noch mehr. So dürften wir aber auf jeden Fall weiterkommen und ich finde es jetzt auch nicht übertrieben hässlich. Also ich finde, man kann sich es auch ganz gut ansehen. Jetzt können wir das Game auch wieder weiterlaufen lassen, damit wir weiter noch ein bisschen Geld verdienen, weil wir ja noch lange nicht fertig sind. Was wir jetzt mal ganz kurz machen, oder was heißt ganz kurz, wir bauen hier schon mal einen Güterhafen hin. So, das müsste von der Distanz auch reichen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verschätzt. Das wird mich ärgern. Ah, perfekt, ist dran. Das erkennt man übrigens immer, falls ihr euch fragt oder wundert, dass eure Güter nicht an den Bahnhof geliefert werden oder sowas. Wenn ihr auf euer Transportgebäude klickt und das Industriegebäude weiß aufleuchtet, bedeutet das, euer Industriegebäude ist nah genug dran. So, jetzt machen wir hier unten auch noch einen ran. Ah, falsche Seite, glaube ich. Ja, so. Na komm, machen wir es so. Jetzt kurz die Straße. Die kleinere. Und jetzt haben wir hier auch schon zwei Anlegestellen für Schiffe. Das heißt, wir könnten sogar schon Getreide hier rüberbringen. Was eigentlich eine ganz coole Idee ist. Ich glaube, die Schiffe dürften auch ein bisschen Geld direkt reinspülen, wenn wir hier zwei Stück zum Beispiel draufpacken. Die ist nur die Frage, wie schnell die Produktion hier vonstatten geht, weil wir das Ganze ja noch nicht abgreifen. Dazu müssten wir es mit einem Zug abgreifen. Ist das Ding hier befahrbar? Wo ist es? Ah, guck mal. Ja, okay, das ist hier in Teilen unterbrochen. Nee, schade doch nicht. Das wäre es natürlich jetzt noch gewesen. Wir könnten das hier auf lange Sicht ausbessern und dann die Brote, also die Lebensmittel auch entsprechend hier hochfahren. Aber das soll noch nicht für heute sein. So, wir machen hier auf jeden Fall schon mal eine Linie raus. Bap, bap, bap.
Schiff, Sonneberg, Getreide. Und dann brauchen wir natürlich hier auch schon mal das dafür notwendige Gebäude, damit die Schiffe am Ende auch gebaut werden können. Das muss übrigens nicht angeschlossen werden. Jedenfalls, soweit ich weiß, nicht. Und dann könnten wir hier natürlich jetzt direkt die notwendigen Schiffe holen. Müssen wir mal gucken. 32 km/h, 130. Ist, glaube ich, sogar mit Abstand das größte und beste Schiff, was wir holen können. Natürlich auch dementsprechend teuer. Aber das schauen wir uns mal an. Jetzt haben wir nur das Ding hier schon mal vorbereitet. Und könnten zeitnah anfangen, auch die ersten Schiffe auf unsere Linien drauf zu werfen. Aber dazu kommt es jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal mal kurz hierhin immer ein bisschen orientieren. Richtung Ellingen. Und na, ich glaube, das dürfte... Wie weit reicht das Ding? Wir könnten es mal testen. Ich versuche mal was. Gegebenenfalls müssen wir das danach abreißen. Nee, das will er nicht machen. Lässt er mich hier nicht rüber? Nee. Ah, da wird's gehen. Na, komm. Wieso lässt du mich hier nicht rüber? Nee, schade. Wir gucken mal. Vielleicht kriege ich das noch hin. Ah, doch, jetzt hat das. Jetzt bin ich drüben. So, jetzt gucken wir mal kurz. Gebäude. Investieren wir mal kurz ein bisschen Lehrgeld. Na, eine Plattform müsste reichen, aber die können wir ruhig ein bisschen länger machen. Perfekt. Ist verbunden. Reicht. Wunderbar. Konfigurieren. Güter. Straßenzugang von der Seite und Ausfahrt hier. Ja, das ist ein bisschen schlecht gewählt jetzt. Kriege ich das dran? Nee. Nee, da müssen wir das anders machen. Nee, nicht abreißen. Ah, jetzt klicke ich zu hektisch. Das nochmal weg. Das auch nochmal weg, dann lassen wir es doch kürzer. Alles ein bisschen in Experimentieren. So, und jetzt ist hier natürlich die Ausfahrt, das ist gut. Rein theoretisch hätten wir diese Verbindung sogar weglassen können, weil wir ja in die Stadt wollen. So. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, hier sogar direkt eine Entladestation aufzubauen. Ja, mal kurz gucken. Doch, die setzen wir hier hin. Und jetzt müssen wir doch uns einen kleinen... Ah, komm, kriegen wir die beide noch behalten? Perfekt. Perfekt. Nicht durch die Wohngebiete durch. LKW, Ellingen, Baumaterial. Na, komm. Nochmal, will er mich das nicht machen lassen? So. Das hätten wir schon mal aufgesetzt. Jetzt brauchen wir natürlich noch hier und hier. Die machen wir blau. Zug, Ellingen, Baumaterial. Nächste Route fertig. Jetzt wäre natürlich eine richtig tolle Idee. Können wir eigentlich sogar machen. Stört ja gar nicht. Wäre vielleicht auch mal eine Idee für früher schon gewesen. Wir machen hier ein Zugdepot hin. Und jetzt bieten wir die Möglichkeit, von dort aus entsprechend auf alle Gleise aufzufahren. Hast du, glaube ich, richtig angeklickt? Nee, natürlich nicht. Hat mich schon gewundert, das sah schon so komisch aus.
Komm, geh runter. Na, was soll das denn? Wieso klickt er sich da nicht automatisch dran? Krümmung zu groß, Steigung zu groß. Ah, da habe ich Quatsch gemacht, weil ich das Ding zu hoch gebaut habe. Ah, da bin ich mitten im Berg. Schau mal, wo sind denn hier die Wohngebiete? Na, direkt da. Ne, das lassen wir. Ist eine scheiß Idee. Das können wir wann anders machen. Aber das planen wir beim nächsten Mal mal aus, wenn wir einen neuen Bahnhof aufsetzen. Die Dinger kosten ja zum Glück auch nichts. Okay, super. Steht das auch? Das heißt, wir haben alle Optionen geschaffen, um hier hinten alles in Betrieb zu nehmen. Und jetzt können wir noch hier ein Gebäude hinsetzen, weil hier brauchen wir ja auch noch was. Ein Straßenfahrzeugdepot. Kriegen wir das hier noch ran? Nee, aber wir kriegen es neben den Bahnhof. Da stört es ja auch nicht sonderlich. Hier können wir dann direkt schon mal ein, zwei Fahrzeuge holen. Cargo für Ziegel. Nehmen wir die. Oh, nehmen wir zwei Stück. LKW Ellingen Baumaterial. Könnt ihr direkt schon mal losfahren und auch ruhig kreisen. Stört ja keinen. Und hier würde ich jetzt tatsächlich, jetzt brauchen wir nicht den größten Zug. Aber wir brauchen schon einen vernünftigen, der hier die 80 km/h hält. Ah, ich würde tatsächlich sagen, dass wir die hier nehmen. Cargo. Ah, 10 Tonnen nur. Schauen wir mal. Ja, ich sag mal, das müsste eigentlich reichen. 64 Tonnen Kapazität. Na, machen wir ein mehr 72 und packen ihn auf Zug Ellingen Baumaterial drauf. Schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal, ob das gleich auch direkt funktioniert. Oh, Ellingen hat es auch direkt als Abnehmer erkannt. Das ist schon mal gut. Ah, perfekt. Da kommen schon die ersten Steine. Den Zug lassen wir jetzt auch einfach, wenn er Minus macht, einmal hin und zurückfahren. Dann haben wir wenigstens hier ein bisschen was am Bahnhof liegen, was der dann am Ende des Tages auch mitnehmen kann. Und dann haben wir wirklich innerhalb dieser Folge schon wieder die nächste Sache angebunden. Jetzt könnten wir sogar eigentlich noch die Boote in Betrieb nehmen. Ist halt die Frage, ob wir das machen. Was hat er denn jetzt? Wieso steht er still? Ah, okay. Komisch. Jetzt kommen hier die Züge. Jetzt gucken wir mal, ob das hier auch entsprechend hochschießt. Ja, und dann werden wir hier vielleicht in naher Zukunft schon den Doppeltrack brauchen auf dieser Steinestrecke, damit das hier am Ende des Tages dann auch noch vernünftig bewirtet werden kann. Jetzt gucken wir mal. Okay, Ellingen schießt hier auf jeden Fall hoch, was den Bedarf angeht. Hier kommt gerade noch nicht wirklich was. Ah, jetzt geht's los. Sehr langsam aber. Manchmal brauchen die Handelsrouten auch ein bisschen, um anzulaufen. Der Bedarf hier in Ellingen ist auf jeden Fall da und muss gestillt werden. Jetzt liegt es hier noch an der Linie, das hinzubekommen. Und jetzt geht's auch schon los. Okay, während ich weggeguckt habe, ging es auf jeden Fall schon los. Hier sind auch noch 60 in Lager. Diese ganze Fabrik ist kurz davor, ein Level aufzusteigen. Damit kommen wir so ganz gut zurecht. Und jetzt hört sie natürlich gleich wieder auf zu arbeiten in 50 Einheiten. Und unser Zug ist jetzt gleich erst da. Das heißt, hier wird sich tatsächlich ein zweiter Zug ganz gut drauf machen. Wie weit hatten wir die Doppelgleise denn gezogen bis hier? Ah, guckt euch das an. Das ist schon eine Investition. Allein bis hierhin 2,7 Millionen. Das ist schon was. Das müssen wir dann in der nächsten Folge vielleicht machen. Oder vielleicht mache ich es auch ganz kurz auf Stream, dass ich das Game nachher noch 15 Minuten, noch nicht mal 15 Minuten, ein paar Minuten weiterlaufen lasse, damit wir am Ende des Tages hier ein bisschen mehr Druck auf die Strecke bringen können. Und hier fährt unser Zug jetzt tatsächlich weiter. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Strecke, auf der man noch mal kurz die Seele ein bisschen baumeln lassen kann und wir uns für heute von Transport FIFA 2 wieder verabschieden können. Schöne Gebirge im Hintergrund. Die Karte gefällt mir wirklich immens. Also ich habe selten so eine schöne Karte gespielt und bin da wirklich dankbar über den Map Generator, den ich gefunden habe. Wirklich echt ein cooles Map Design. Und jetzt kommen wir gleich schon an die große Rechtskurve und dann laufen wir langsam aber sicher in Ellingen ein. Und das ist so ungefähr mein Zeitpunkt, an dem ich euch
noch einen wunderschönen Nachmittag wünsche und mich darauf freue, euch morgen hoffentlich zur nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin, euer Chris.